herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute mal ein ungewohntes Bild, ganz in natura. Ist auch ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Denn ich habe auf meinem Instagram-Kanal, ich glaube, es ist jetzt schon 2 Wochen her, mal eine Fragerunde rund ums Nähen gestartet und bin selbst noch gar nicht so wirklich zum Antworten gekommen. Und ich dachte, ich mache das einfach mal hier, denn dann habt ihr auch was davon. Und vielleicht könnt ihr mir unten in die Kommentare ja reinschreiben, wie eure Antworten aussehen. Für 1, 2, 3, 4 Sachen oder so, ne? Ich hoffe, das klappt jetzt ja auch alles. Es ist ein bisschen ungewohnt, vor der Kamera zu sitzen. Ich gebe es ganz offen zu. Bisher sieht auf dem Display alles toll aus, aber ich weiß noch nicht, wie das mit dem Ton aussieht und so. Schauen wir mal. Ich probiere es einfach mal. Und wenn die Qualität total schlimm sein sollte, dann muss ich halt noch mal ein bisschen aufrüsten technisch. So. Rauf auf meinen Instagram-Account. Den werde ich unten auch einfach mal verlinken. Und dann könnt ihr bei mir einfach auf den Punkt Nirvana, habe ich es genannt, genau, gehen. Und da seht ihr die Fragen. Und auch schon mal gleich vorweg, ich finde das total cool, dass so viele schon mitgemacht haben. Und ich mag das total, über euch irgendwas zu erfahren und auch mal zu wissen, was eure Macken zum Beispiel sind. Genau, also starten wir mal. Nummer 1. Seit wann ich nähe? Das ist relativ. Also ich habe früher meiner Mama immer beim Nähen zugeguckt. Ich habe 11 Jahre Turniertanzen gemacht und Standard und Latein. Also ne, diese großen, weiten Standardkleider. Die hat meine Mama für mich selbst genäht. Und ich habe immer daneben sitzen dürfen. Ich durfte natürlich nicht mitnehmen, ne, sollte ja nichts schief gehen. Aber voll der Anfängerfehler. Aber ich habe immer zugeschaut. Und das Coole ist natürlich für mich gewesen, auch wirklich zu sehen, wie aus so meterweise Stoff überhaupt erstmal ein Kleid entsteht. Und da war ja noch Spitze mit am Werk. Und als ich zu meinen Zeiten noch getanzt habe, da gab es unten noch Federboa an den Kleidern und so. Ne? Also es war wahnsinnig cool. Und ich habe die Glitzersteine mit Pinzette einzeln draufgeklebt. Ne? Es waren, glaube ich, 1100 Stück. Also es ist einfach total irre gewesen. Dann hat sich das Ganze wieder aus den Augen verloren. Und ich habe so richtig intensiv angefangen vor 6 Jahren. Ja, genau. Und dann ging das so langsam los und wurde halt immer schlimmer. Genau, damit habe ich jetzt auch schon die zweite Frage geklärt, wie ich zum Nähen gekommen bin. Genau, also eigentlich durch Mama. Und ja, ich freue mich auch, dass ich das wieder entdeckt habe. Also ja, ihr seht ja, es macht mir Spaß. Für wen nähst du? Ich nähe eigentlich, ja, zu 80% für mich und die restlichen 20% für meinen Sohn. Mein Freund möchte nicht benäht werden, warum auch immer, aber er verzichtet da gern drauf. Aber gut, ich habe ja auch hauptsächlich Damenschnittmuster und mache jetzt auch nicht so viel für Kinder. Aber mein Sohn hat wirklich eine Zeit lang alles genäht gekriegt. Und das würde ich heute, glaube ich, auch noch machen. Das Problem ist nur, die Sachen halten so lange. Ne? Wir kommen auch, glaube ich, jetzt noch ganz gut durch den Winter mit genügend Pullovern aus dem letzten Winter. Muss ich mal gucken, was ich da noch dazu nähe. Ne? Aber ja, das macht schon Spaß, weil der das nämlich auch, glaube ich, ziemlich cool findet und sich die Stoffe schon aussucht und dann ja, einfach seine Pullover auch liebt, ne? Ich nähe übrigens hauptsächlich Pullover, genau. Und halte es auch bei meinem Kleinen immer so, dass ich, er darf sich obenrum quasi für die Shirts und für die Pullover alles aussuchen, was er möchte. Und darf da auch loslegen und sich austoben, farb- und mustertechnisch. Und die untere Abteilung, also die Hosen, die sind dann unifarben, ne? Dann sieht er nicht ganz so wild aus.
Was nähst du am liebsten? Ja, Kleidung. Also absolut, ne? Das ist eigentlich egal. Also so Shirts und Hosen, die gehen einem natürlich nach einer Weile ganz simpel von der Hand und die gehen auch sehr, sehr schnell. Und ja, ich mag aber auch mal schwierigere Projekte, ne, an denen man so ein bisschen knobeln muss. Ja, aber am liebsten Kleidung. Nähst du lieber Kleidung oder Accessoires? Ja, da haben wir es eigentlich schon, ne? Also ich bewundere alle, die Taschen nähen können. Also gut, jetzt zu einer Kosmetiktasche reicht es bei mir auch noch. Aber das war's dann, ne? Also diese mega coolen Klatsch- und Umhängetaschen und vier Fächer und ach, keine Ahnung. Wahnsinn, ne? Ich habe ich jetzt auch erst wieder auf Instagram gesehen. Die sehen ja aus wie gekauft, ne? Irre. Aber dafür habe ich echt keinen Nerv für. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dafür überhaupt keine Verwendung habe. Denn ich bin da bei Taschen so ein bisschen, ne, wenn ich meine Tasche habe, ist da einmal alles drin und dann läuft das. Also ich muss nicht immer nach dem Outfit dann die Taschen ändern, ne? Naja. So ist das. An welcher Maschine nähst du am liebsten? Also am allerliebsten schon, ehrlich gesagt, an meiner Nähmaschine, an der Bernina. Ich habe eine Bernina 530, glaube ich. Und ja, ich liebe sie. Ne? Also wirklich, die habe ich mir vor 3 Jahren geleistet. Nee, 2 Jahren. 2 Jahren habe ich mir die geleistet. Und es war eine super Entscheidung. Also näht wie am Schnürchen und macht mich glücklich, egal ob es Knopflöcher sind oder der Dreifachgaratsche, der ich alles haut hin. Ich liebe es. Das kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Investiert als erstes in eine gute Nähmaschine und wenn ihr dann irgendwas noch da haben wollt, Overlock oder Cover oder ach weiß der Gott was, dann rüstet nach und nach auf, ne? Genau. An welchem Projekt bist du verzweifelt? Ja, so richtig nicht. Also es gibt eher so eine Projektlinie, die ich sehr schwierig finde und das sind Hosen. Aber ich glaube, da ist auch jede Frau irgendwie auf meiner Seite. Also Hosen nähen, die wirklich passen, ist echt schwer, ne? Das ist auch, ich werde immer gefragt, warum ich denn nicht so viele Hosenschnitte habe und wie auch immer, weil es einfach schwer ist. Ich finde, das ist der Teil am Körper einer Frau, der einfach auch am individuellsten ist, ne? Also, und ich meine, da sind wir ja alle ja auch irgendwo so ein bisschen, glaube ich zumindest, ne? So ist der Punkt, wo es einfach sitzen muss. Und da kommt man eigentlich bei fast keinem Schnittmuster, wenn es jetzt nicht irgendwie eine chillige, entspannte Hose ist, irgendwie an Anpassungen drumherum. Und ja, das ist natürlich immer je nach Aufwand und nach Komplexität des Schnittmusters, von wegen Tasche und irgendwie noch abgesteppte Naht und irgendwie Reißverschluss vorn und so, kann das schon eine Herausforderung werden, finde ich. Und deshalb ist das für mich so, ja, da bin ich ganz glücklich, dass ich momentan noch echt viel auftragen kann von meiner Kaufkleidung, weil da musste ich bisher noch nicht so viel nachnähen. Muster oder Uni? Schwer. ich bin jetzt ja nicht so die farbenfrohe Näherin. Ich habe mich aber sehr mit Mustern angefreundet. Also ich finde schon manche Sachen mega cool, ne? Also gerade jetzt, ich habe ja jetzt auch mein Schätzchen. Nächste Woche kommt ja wieder ein neues Schnittmuster von mir, ne? Zum Beispiel hier, ist der nicht schön? Aber das ist für mich halt so ein Jacquard, ne, mit so einem richtig coolen Muster, aber das geht dann auch für mich mehr als Kleid, also so in einem Guss, ne. Ich würde das, glaube ich, nicht mit Hose oder Rock kombinieren, ne, da bin ich dann wieder eher so der Uni-Typ. Und Muster, ich finde immer, letzten Endes muss irgendwie sich die ganze Garderobe irgendwie ergänzen, ne, also das ist so, ich habe am Anfang ganz viel durcheinander genäht auch, als es dann wieder losging. Und dann stehst du vorm Kleiderschrank und hast irgendwie so wenig, was dann zusammengetragen werden kann, ne? Und ja, nun möchte ich aber auch nicht nur blau nähen oder nur schwarz oder nur grau. Also auch da ist es manchmal echt schwierig, so richtig, richtig coole Farben zu finden, ne? Oder mit so ein bisschen Strukturstoffe, das liebe ich halt auch. Aber ja, da müsste man
noch ein bisschen was machen auf dem Markt. Also Muster ansonsten sind ja grandios, ne? Aber dann eben nur in Kleiderform und nur Kleider tragen will ich ja auch nicht. Ja. Aber es ist schwer. Also die Frage ist hart zu beantworten. Papierschnittmuster oder E-Book? Ja, auch so eine Geschichte, ne? Also grundsätzlich bin ich jemand bei kleinen Sachen sehr gerne auch E-Books. Die werden dann geklebt und ausgeschnitten. Also klein meine ich jetzt Tops oder so Sommeroberteile, ne? Ansonsten Papierschnittmuster oder was ich gerne mag, sind halt die A0-Geschichten, dass man sie sich ausplotten kann und dann eben einfach ausschneiden. Also es macht sich dann gerade bei Kleidern, Hosen oder ne, diesen größeren Projekten, finde ich extrem bemerkbar, sonst ich habe keinen Nerv, 30 Seiten irgendwie zusammenzukleben und nachher ist es schief und ne, dann passt es wieder nicht. Haben wir ja, ne? Ja. Schere oder Rollschneider? Eigentlich Schere, ehrlich gesagt. Rollschneider bei dünnen, flutschigen Stoffen, ne, das geht dann so schön durch mit einer neuen Klinge. Und ansonsten bin ich ein Scheren-Fan. Ja, mein liebster Nähhelfer. Also absolut die Saum, diese Saum. Wie heißt denn das jetzt? Also, ne? Das Ding zum Nähen des Saumes. Habe ich euch ja schon ganz oft gezeigt in den Videos. Also das lege ich sehr gern an. Ja, ich glaube, der Nahtrenner ist wahrscheinlich der meist benutzte, aber nicht mein Lieblingshilfsmittel. Und mein Handmaß. Das mag ich auch sehr gern. Ach nein, dieser mega coole Kreidestift. Den mag ich auch. Also den habe ich euch auch in dem Video, ne, vorgestellt. Der ist irre, den liebe ich. Also ne, wenn, falls ihr noch sowas sucht oder ein Geschenk für jemanden, der näht, der ist cool. Diesen Nähfuß nutzt du am liebsten? Den Universal, keine Ahnung, wie der sich nennt. Das ist mein Lieblingsnähfuß, den nutze ich am meisten. Und als zweites wirklich absolut den Blindstichfuß, also der mit dieser Führung, mit dem man so super Kanten abschleppen kann. Weil das ist super für den Beleg, damit kann ich die Knopfleisten gut abschleppen. Also das ist so eigentlich mein zweithäufigst benutzter. Und mein Lieblingsstich, Gradstich, also schöne, dünne Naht, geradeaus, das mag ich eigentlich am liebsten. Ja, meine persönliche Nähmacke. Welche? ja, gar nicht so einfach. Also ich, Chaos, ich weiß, also ja, ne, ich schaffe es wirklich innerhalb von einer halben Stunde das komplette Chaos hier zu veranstalten. Und das, dafür brauche ich dann mindestens eine Stunde, um es wieder aufzuräumen. Ne? Das ist eins. Und eine Zeit lang habe ich an meiner Overlock im Stehen genäht. So, das lasse ich mal im Raum stehen. Also ja, das wäre vielleicht so eine Nähmacke. Ja, das war es eigentlich jetzt auch so zu meinem Nähwana, Nähtag. Ja, ihr habt ein bisschen was über mich erfahren und ich hoffe, es ist interessant. Mal gucken, wie das Video aussieht, wenn ich jetzt fertig bin und es mir auf dem Rechner anschaue. Und ich glaube auch, also mit der Kamera, das mit dem Zoom ist auch immer so ein bisschen schwierig. Also seid mir nicht böse, wenn es jetzt hier nicht die Mega-Qualität hat. Aber ich wollte mich auch gerne mal vor die Kamera setzen, sodass ihr mich auch mal seht. Und falls ihr mir nämlich nicht auf Instagram oder Facebook folgt, dann seht ihr mich ja nicht in den Stories. Und ich habe die letzten Videos ja immer eher ja, nachvertont, ne, und drüber gesprochen. Und ich check das mal mit dem Ton und guck mal, ob noch ein paar weitere Videos folgen, die es sind. Ja, wenn ihr sowas überhaupt sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare und dann, ja, mache ich sowas nochmal. Oder schreibt mir noch Fragen, die ihr gerne beantwortet haben wollt oder die euch interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ich plane am Freitag wieder ein Nähvideo zu hochzuladen. Und ich denke mal, es wird die Bluse Greta sein. Das war jetzt die meist, also ich gehe jetzt so ein bisschen der Reihe nach, ne, dass meine Schnittmuster auch vollständig werden.
was die Nähanleitungen betrifft. Und Greta wird auch immer ganz oft angefragt. Ja, und jetzt ist ja, ne, der Herbst ist da. Hier draußen ist es richtig, richtig ekelhaft. Da kann man das immer gebrauchen, denn Greta ist richtig, richtig cool. Ja, also da werde ich mich jetzt nochmal ranmachen und wir sehen uns am Freitag. Bis dann. Ciao.